Lialo, heute mal wieder eine kleine Antwort auf eine Zuschauerfrage. Ne? Ich hatte mal so eine Reihe mit Übersetzungen. Ne? Ich wollte immer meine YouTube-Videos automatisch übersetzen lassen. Ist heute eigentlich einfacher denn je. Ne? Es gibt dieses Sprachsymbol bei Google zum Beispiel, Sprachsuche. Man braucht also keine kostenpflichtige Software mehr. Ne? Zumindest wenn man dann Chromium oder Google Chrome hat. Ich klicke jetzt mal auf das Symbol. Übersetzer. Dann geht ihr mal auf den Google Übersetzer. Und in Google Chrome und Chromium sehen wir dieses Sprachsymbol. Gut, jetzt hat man natürlich datensicherungstechnisch heutzutage ein bisschen Problem damit, weil wir einerseits den Text, den wir jetzt diktieren, Google übermitteln und der kann mitgeschrieben werden und wird auch mitgelesen von NSA und Co. Und wir übermitteln natürlich gleichzeitig ein schönes Sprachprofil unserer Stimme. Aber ich sag mal, wer ein Smartphone hat, der hat eh verloren. Da ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Hallihallo, dies ist ein Test. Und ich möchte darauf hinweisen, dass nicht nur der Text an Google übermittelt wird zur Übersetzung, sondern auch ein wunderschönes Sprachprofil von mir. So, aber das Schöne ist, man bekommt natürlich wunderschön gleich für kostenlos eine prima Übersetzung. Ne? Wie gesagt, Google Chrome oder Chromium. Unter Firefox geht das, glaube ich, nicht. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Gut, wer lieber ein richtiges Android-System auf dem laufenden PC hätte, ne, hatte ich auch schon mal gezeigt. Android x86 kann man sich kostenlos runterladen, bekommt man eine ISO-Datei und diese kann man in VirtualBox installieren, bekommt man ein richtiges Android-System für Umme und sonst. Dort in VirtualBox schreibt ihr beim Betriebssystemtyp Linux 2.6, stellt mindestens 256 MB oder mehr ein, Videospeicher mindestens 8 Megabyte. Und dann gegebenenfalls auch noch mehrere CPUs habe ich hier mal in VirtualBox gemacht. Zwei Prozessoren, 1024 MB Linux 2.6. Habt die entsprechende CD eingelegt gehabt und habe es auch schon installiert. Jetzt startet man das, ne? Dann bekommt man ein komplettes Android-System, das man dann auch auf die virtuelle Festplatte installieren kann oder live ausprobieren kann. So. Und dann, nachdem das hochgebootet ist, hat man ein komplettes Android-System, das zumindest bei mir hier in VirtualBox auch mein Mikrofon erkennt. Ich klicke jetzt mal gleich auf dieses Mikrofonsymbol. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Und schon erscheint mein Kanal. Komisch, ne? Komisch. Anscheinend verwende ich nur diesen kleinen Abspann. Tschüss.